Herzlich willkommen auf meinem Kanal Marcel, ich darf es selbst mal. Heute gibt es hier ein neues Video und einen neuen Stadion-Vlog. Das läuft sich ganz laut an, gegen KSC auf dem Betzenberg heute, ja. Fahren wir hin und es ist diesmal auch nicht so früh, es ist diesmal später. Es ist gerade 8:19 Uhr, nicht 6 Uhr, irgendwas in der Früh, wo wir gefahren sind. Ja, das war schon Zeit, aber war ein geiler Vlog, ein geiler Stadion in Nürnberg muss. Eine Sache habe ich noch, wirklich eine wichtige Sache. Zwei Derbys in dieser Woche, was wirklich wichtig werden für mich. Heute kann es Slautern zu gewinnen und morgen in Wien nur der FAK. Ich sage, jetzt gehen wir jetzt wieder rein, bis dann. So Leute, ich habe was vergessen zu sagen, und zwar fahren wir im Fanbus. Also jetzt vielleicht nicht komplett die gleichen Szenen wie sonst, sondern geben mein Auto und rausfilmen und so. Ich kann es probieren, ich kann auch probieren, dass sie einsprechen, soll ich sagen, im Bus. Ich weiß auch nicht, ob es klappt. Ab dem Bus sollte es dann normal werden, wie immer. Aber davor weiß ich nicht, ob es klappt, deswegen, das wollte ich mir zu sagen. So wie bei jedem Stadion-Vlog gibt es wieder einen kleinen Analyse-Datencheck vor dem Spiel. Und zwar heute trifft der erste FC Kaiserslautern den Karlsruher SC an. Und zwar im Fritz-Walter-Stadion, oder besser bekannt als Betzenberg. Und zwar, letzten Spiele zwischen den zwei Clubs waren ein 1-1 in Karlsruhe diese Saison und letzte Saison ein 2-0 in Karlsruhe für Karlsruhe. Der letzte Sieg für Kaiserslautern war am 8.11.2022 daheim ein 2-0. Der letzte Sieg vom KSC in Lautern war vor 30 Jahren. Schaffen sie heute diese Sensation oder bleibt Lautern daheim ungeschlagen? Heute ist die Bude rappelvoll, muss man dazu sagen. So, 49.000 Zuschauer. Fast 50.000 Zuschauer sind da, also ausverkauftes Stadion. Es wird eine Bombenstimmung geben. Dazu wird es natürlich noch eine Trauerminute geben für Andreas Babler, der uns leider verstorben ist. Fußballlegende von Deutschland. Ich sage aber, gehen wir weiter zum Spiel und gehen rein ins Stadion. So, da geht's ins Stadion. Ich denke, ich bin weg von drin. Bis gleich. Erstmal eine geile Currywurst, oder? So, jetzt zum Stadion. Also sind noch nicht da, warum auch immer. Aber das Stadion ist restlich sonst ausverkauft. Geile Spiel, ich habe mit guter Stimmung, ich freue mich. Ich hoffe aber, dass die Karlsruhe kommen aus dem Grund, damit es geilere Stimmung gibt. Was sagst du zum Spiel? Alle Stunde jetzt nicht sauer, oder? Okay, also es wird hier nicht jugendfrei, wenn ihr es sagt. Okay, ich verstehe. Wir sagen dann rein in die Pausenanalyse, bis dann. So, willkommen im Pausenanalystik-Studio! Und zwar, ich würde sagen, die erste Halbzeit der FCK ein bisschen besser, spielerisch. Sind zwar beide nicht wirklich gut, machen beide viele Fehler. Chancenmäßig hat der FCK halt mehr Chancen, das muss man klar so sagen. Also ich würde sagen, gibt nicht mehr viel zu sagen, rein ins Spiel, auf eine schöne zweite Halbzeit und auf den Sieg hoffentlich vom FCK. Bis dann, ciao, ciao.
Wir gehen zurück ins Außenstudio. Es kann nur besser laufen, muss ich sagen, ja. Extrem scheiße. Nur damit ihr nicht verwirrt seid, die Datei zum 1-0 ist mir leider verschwunden. Ich finde die gerade nicht, also nur damit ihr Bescheid wisst. Für 49.000 Zuschauer muss man in der Bundesliga haben. Schon stark für so ein Spiel in der zweiten Liga, also muss man sagen, Respekt. Für den KSC, das ist ein super Ergebnis. 9 Minuten noch regulär zu spielen oder 8 bis 9 Minuten, wie man sieht. Das ist ein scheiß Spiel. Das geht schon alle Leute, dass man auch versteht nach der Leistung. Das muss man auch sagen. Jetzt ist es eh gelaufen für den Arsch, das wird eh nichts machen. Nur peinlich und einfach nur eine Blamage von der FCK. Spielen, wo muss ich reisen? Ihr habt die klaren Verhältnisse gerade, also der KSC ist klar besser, deswegen machen wir uns einen 3-0. Die Fans sind lauter nichts mehr, verstehe ich aber auch nach dem scheiß Spiel, die spielen wirklich scheiße. Mehr kann man so auch nicht sagen, als außer dass es scheiße spielt. Mehr kann man wirklich nicht sagen. Und? Nicht. Ah, nee, es wird nichts. Jetzt noch Pommes Rot-Weiß für den um das Ergebnis zu verarbeiten. 0-4. Kritisches Ergebnis, deswegen fressen ist wichtig. Wir machen uns jetzt auf dem Heimweg. Na gut. Alles voll hier, wirklich. So Leute, ich möchte noch eine Sache sagen, bevor ich das Video komplett beende. Und zwar Grüß gehen raus an Matze Dalis. Der macht auch FCK-Videos, Vlogs und so, aber hauptsächlich eigentlich nur zum Thema FCK. Ich mache auch zu anderen Vereinen Videos, deswegen wollte ich jetzt noch sagen. Und zwar, es geht darum, ich habe ihn gesehen, wollte ihn eigentlich grüßen, also den grüße ich ihn jetzt, aber ich habe gemerkt, dass er schlechte Laune hat nach dem 4-0, kann man das auch nachvollziehen rein. Deswegen wollte ich ihn nicht ärgern und, oder nicht auf Nerven gehen und zu ihm gehen und Hallo sagen, so. Wollte ich ihn einfach mal in Ruhe lassen, seinen Fuß raus, deswegen grüße ich ihn jetzt. Grüße gehen raus, Matze Dalis. Ich würde sagen, bis dann, ciao, ciao, bis dann.